willkommen mal wieder zu einem neuen Video von uns. Es gab jetzt lange, lange kein Video mehr von mir. Ja, ihr seht auch am Hintergrund, es hat sich was verändert. Und zwar sind wir im Dezember umgezogen. Mein Mann und ich haben uns ein Haus gekauft und leben jetzt seit Dezember hier drin. Und ja, wir hatten viel, viel zu tun, weil wir hier die Renovierung selber machen. Also wir hatten Handwerker hier drin. Die sind aber jetzt schon lange fertig. Was genau gemacht wurde, erzähle ich euch, wenn ich die Roomtours drehe von den einzelnen Räumen. Die sind zwar alle noch nicht ganz fertig, also wir leben noch auf einer Baustelle. Ich werde euch trotzdem die Videos drehen für die einzelnen Wohnungen, für die einzelnen Räume, dass ihr das so seht. Und werde euch auch alte Bilder und so einstellen, dass ihr was verpasst, was ihr verpasst habt, auch halt noch sehen könnt. Ja, ich dachte mir aber heute, weil heute ist der 5. Mai, mein Geburtstag, und ich hatte mir gedacht, ich mache euch ein Geschenk und mache die Kamera mal wieder an und drehe für euch ein bisschen. Ja, ich werde das Wochenende auf jeden Fall mitnehmen. Emily ist heute etwas bockig, deswegen weiß ich halt nicht, wie ich filmen kann heute. Heute ist aber auch nichts Spezielles. Ich werde also heute noch ein bisschen aufräumen und sauber machen. Und... gucken. Du willst auch gucken? Ja, dann sag doch mal Hallo. Hey. Sag mal. Bist du das? Du. Du aus? Mhm. Ja, wir haben jetzt schon 2:30 gleich. Ich durfte heute ausschlafen. Ich bin also um 11:30 aufgestanden. Mein Mann ist jetzt arbeiten gefahren. Also bin ich mit Emily auch alleine zu Hause. Und Emily ist heute etwas nervenaufreibend, sagen wir mal so. Uns geht es aber soweit allen ganz gut und ich drehe heute einfach mal hier so ein bisschen mit. Ich will heute, wie gesagt, aufräumen, ein bisschen sauber machen und für morgen alles vorbereiten, denn morgen feiere ich meinen Geburtstag mit der Familie und will halt deswegen ein bisschen was fertig machen. Ja, und ich nehme euch einfach mal wieder mit. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video und wünsche euch einfach jetzt viel Spaß beim Schauen und ja, macht euch gemütlich. Emmy! Ja, Emily versteckt sich. Ja, ich werde auf jeden Fall noch für euch auch die Räume abfilmen. Die einzelnen Räume, ob ich jetzt alle zeige, weiß ich halt nicht. Das müsst ihr entscheiden, ob ihr das gerne möchtet, weil es gibt Räume, die sind noch komplett gar nicht fertig. Oder noch eine Riesenbaustelle drin. Die kann ich euch natürlich trotzdem gerne alles zeigen. Wir sitzen jetzt hier gerade in meinem Wohnen- und Esszimmer. Das werde ich euch aber auch nochmal separat abdrehen und werde euch auch die Bilder noch einstellen von der Renovierung, wo wir die Wände eingerissen haben und alles. Und nach Sachen gemacht haben, werde ich euch natürlich auch zeigen. Ich werde euch jetzt nicht verraten, wohin ich gezogen bin, nur so viel, dass wir jetzt auf einem Land wohnen. Wir wohnen also jetzt in einem kleinen Ort und wir fühlen uns hier total wohl. Ich habe Emily auch jetzt... am 17. wird Emily auch im Kindergarten angemeldet. Ich hoffe mal sehr, dass sie den Platz auch bekommt für nächstes Jahr. Wir haben uns jetzt entschieden, dass sie auch erst nächstes Jahr in den Kindergarten gehen soll. Dann ist sie 4 oder wird dann 4. Also wie gesagt, entscheidet ihr einfach, ob ihr alle Räume sehen wollt. Auch die Räume, die noch nicht fertig sind und auch noch komplett die Baustelle herrscht, weil keine Böden, Tapeten oder sonst was an den Wänden sind. Und auch noch nicht alle Möbel richtig stehen, so wie sie sollen. Das dürft ihr alle entscheiden. Wenn ihr Fragen habt zum Haus oder sonst was, stellt ihm unter das Video. Wenn es viele Fragen werden, mache ich ein extra Video drüber übers Haus. Wenn ihr aber nur vereinzelt fragt, beantworte ich euch das entweder im nächsten Video oder ich schreibe es unter euren Kommentaren. Jetzt gibt es auf jeden Fall neue Videos von uns. Ich werde euch einfach hier zwischendurch immer, weil wenn ich Zeit dazu finde, euch mitnehmen. Und euch auch einfach mal wieder ein bisschen Videos online stellen. Wie viele oder wie oft kann ich einfach noch nicht sagen, weil ich halt nie weiß, wie wann ich am Tag drehen kann. Vielleicht wären es auch mal nur Ausschnitte aus Tag für Tag für Tag. Da muss ich einfach mal sehen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass so lange keine Videos gekommen sind. Ja, ich will jetzt erstmal noch eben schnell Wäsche einstecken für mein Kind. Und dann will ich ein bisschen aufräumen. Emily geht jetzt gleich auch schon schlafen. Für eine Stunde Mittagsschlaf machen und dann habe ich ein bisschen Zeit noch für mich. Wo hast du den Stift denn gefunden? Nicht deinen Drachen kaputt machen. Ist übrigens ihr Ostergeschenk gewesen. So ein Hüpfdrachen. Emily? Emily, nein! Nein, du machst ihn kaputt.
Gib dem Mama mal den Stift. Gib mir mal den Stift. Ja, ist mir egal, Emily. Emily hat übrigens auch schon ihre neuen Sachen an, die wir gerade gekriegt haben. Die Hose ist eigentlich für den Sommer gedacht, aber sie, Emily, wollte die jetzt unbedingt anziehen. Deswegen hat sie jetzt eine Dreiviertelhose an. Ne? Mach mal dein Chaos weg, was du hier veranstaltet hast, ja? Nein. Doch, dein Riesenchaos, das du gemacht hast. Machen wir jetzt mal weg, okay? Willst du dir Mama helfen? Ja. Ja? Dann wollen wir mal Emilys Riesenchaos hier beseitigen. Was machst du da? Hä? Was machst du? Warum liegst du da auf dem Boden? Nein. Hä? Hat die Mama das Esszimmer jetzt fertig und das Wohnzimmer? Haben wir das jetzt wieder sauber gemacht von deinem Dreck? Hm? Das ist der Staubsauger. Ja. Ja. Mama hat gestaubsaugt. Ne? Räumst du deine Sachen da wieder weg? Ja. Ja? Räumst du? Hm? Nimm mal den Nuki aus dem Mund. Was? Ist der andere aus? Staubsauger ist jetzt aus. Ja? Ja. So, Hausputz ist erledigt. Ja, Provisorium, Küche ist auch sauber. Und jetzt habe ich nur noch in meiner Waschküche 3 Wäschekörbe da hinten, die ich noch wegbügeln muss. Und dann brauche ich noch das Badezimmer sauber machen. Aber das werde ich nicht mehr heute machen. Oder wenn heute Abend, wenn Emily im Bett geht. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Und ja, jetzt sitzen wir ein bisschen rum, spielen noch vielleicht was zusammen. Emily guckt noch ihre Fernsehsendung. Und dann geht die jetzt gleich schon ins Bett in 45 Minuten, haben wir 7 Uhr. Und dann geht Emily nämlich Haier machen. Genau, und jetzt machen wir einfach ein bisschen was. Hör, Schatz, guckst du deine Sendung? Mama macht jetzt das zu Abendessen, okay? Möchtest du was essen? Mhm. Stinknase? Mama macht ein Brot für dich, ja? Ein Brot? Mit Käse? Und Milch? Okay? Super. Ja, stell das hier hin und dann holen wir jetzt Milch da rein. Okay? Mhm. Ui, Mandarinen hat die Mama mit dir draufgelegt. Soll Mama tragen? Ja. So, Emilys Abendessen. Willst du unten essen? Naja, ausnahmsweise, okay? Lass es dir schmecken.
Eine Katze. Genau, im Garten war eine Katze. Ja. Eine fremde Katze, richtig? Katze. Genau. Mhm. Haben wir gerade im Garten eine Katze gesehen? Eine Katze im Garten. So, mein Schatz, wir gehen jetzt nach oben. Komm. Nein. Doch. Unter? Nein, wir gehen jetzt hoch. Unter? Komm, wir gehen rauf. Doch, nein. Du hast aber AA gemacht. Komm, Schatz. Das müssen wir mitnehmen. Emily hat nämlich ihre Schränke ausgeräumt. Unsere Baustellenflure. Ja, da ist Sheila, ne? Ja. Komm, wir gehen in dein Zimmer. Komm, Schatz. So, komm. Du Nudel. Was hast du schon wieder hier oben gemacht? Hm? Totales Chaos veranstaltet. Nein. Doch. Nein. Wir gehen jetzt Haya machen. Nein, die ist unter. Nein, du gehst jetzt Haya machen. Wo ist die Lala? Wo ist die Lala? Die liegt doch da hinten, Schatz. Bei deinen Stofftieren. Hier ist die Lala. Anmachen. Anmachen. So. Gute Nacht. Bis morgen. Ja? Schlaf gut, mein Schatz. Ja, ab. Sheila geht mit Mama raus, ja? Hi ihr Lieben. Ja, es ist Samstag. Wir waren jetzt schon einkaufen und haben schon Essen vorbereitet für nachher. Und jetzt will ich noch eben schon Emilys Kinderzimmer-Chaos hier wegmachen und dann noch Badezimmer kurz ein bisschen wischen unten auf dem Boden und dann noch ein bisschen Schlafzimmer aufräumen. Und dann haben wir schon. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon 12:30 und um 3 Uhr kommen die dann. Wohin reitest du denn jetzt? Ha? Wohin reitest du? Nein. Du bist zu nah am Bett, Schatz. Aua. Ja. So, jetzt. Hä? Ich hab auch für Bett. Aua. Hast du Aua am Bett gemacht? Nein. Bett. Aua am Bett. Mhm. Da. Da hast du Aua gemacht? Ja. Aua. Aber ist da, du sind. Du hast Aua gemacht. Hier? Ja. Aua gemacht. Okay. Hier Aua. Ja, tut aber nicht weh, oder? Ja. Bitte Aua machen. Guck mal, Papa hat deinen Kamm gefunden. Papa hat deinen Kamm gefunden. Ja. Nicht das Pferd. Dich musst du bürsten. Deine Haare. Ja, bürsten. Wo sind deine Haare zum Bürsten? Na, Schatz? Sehr fertig. Wo sind deine Haare? Hm? Deine Haare? Die musst du auch kämmen. Kämmen. Durch die Schmusmehl, Papa? Anschließend kommt auch das frische Gemüse mit in die Pfanne. Obwohl wir es kochen, bleiben viele Nährstoffe und Vitamine erhalten. Kommst du Haya machen? Mausi, komm. Thomas, geh Haya machen. Kommst du? Komm, die Hose ziehen wir oben aus.
Sollen wir die nochmal mitnehmen? Soll Papa die nehmen? Oh, ja. Ja. Welche festhalten? Welche festhalten? Ja, so ist fein. Na komm. Ja, mal mehr machen, ne? Gute Nacht, Schatz. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Liebe. Liebe dich auch. Liebe. Schlaf gut, mein Schatz.